Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir haben uns auf die Seite der Squirtle geschlagen. Und tja, müssen jetzt gegen Kikimoren kämpfen. Und ich behaupte einfach mal, gut, dann... Scheiße, ich hab das falsche... Ja, scheiß drauf. So, dann komm mal her, Kikimoren. Ach, guck mal, die helfen uns. Das ist nice. Ich weiß, ich habe, glaube ich, sogar das falsche Schwert am Start, aber es macht nichts. Scheiße. Zack, zack. Bammy die Bams und so. Jetzt sterb doch mal, du Kackvieh. Alter, komm schon. Also, das Ding ist gleich down. Machen die auch eigentlich was, nö, oder? So, das Ding ist schon mal down. Alter, ohne Spaß, ich bin gleich tot. Ich esse mal ein Brot. Ich ess mal ein Brötchen, ein kleines, kleines Brötchen. Ich ess mal ein Brötchen, das schmeckt mir ja so gut. Okay, das Ding ist auch tot. So, hier ein bisschen Fire. Ah. Fire in the hole. Tja, macht mal ein bisschen was. Das Ding greift ja immer mich automatisch an. Das ist ein bisschen kacke. Komm schon, geh rein. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich möchte es nicht beschreien, aber ich vermute es einfach. Oh ja, ich bin gleich tot. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Problem ist, ich habe auch nichts mehr zum Essen. Das ist doof. Tja. Und von alleine regeneriert sich mein Leben natürlich nicht unbedingt. Ey, was ist denn jetzt mit dir los? Schon, ich dachte, der greift mich jetzt an, ey. Ich muss immer schon ausweichen, ey, der darf mich nicht treffen. Wenn der mich trifft, dann bin ich im Arsch, ne? Knäppchen! Problem gelöst. Das kleine Manöver war beeindruckend. Was für ein Tag. Hoffentlich war meine Hilfe nicht vergebens. Puh. Ich bringe die Dokumente zu Vivaldi. Vielleicht kann er die Bank zurückbekommen. Eure Chance, den Gefallen zu erwidern, wenn ihr ein Feind der Salamandra seid. Sie sind ebenfalls Däune, aber sie stören mich am meisten. Was ist euer Angebot? Ich habe mächtige Freunde, die wissen, wie man diese Organisation vernichten kann. Ich kann nicht sagen, dass ich erpicht darauf bin, das zu sehen. Aber da ihr mir geholfen habt? Heißt das, ihr trefft euch mit ihnen? Wann und wo, Wolf? In der Taverne Neu-Narakord. In Visimas Händlerviertel. Visima wird streng bewacht. Aber für euch finde ich einen Weg. Wir sehen uns dort, Wolf. Ihr werdet es nicht bereuen. Das garantiere ich euch. Okay, Alter, ich bin fast tot. Ohne Spaß. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Moment, der hat Überreste. Scheiße. Boah, ey, ich bin fast tot, Junge. Okay, Moment. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Ausgang, Kaufmannsvertrieb, muss es auch einen Ausgang geben. Ich kann es mir fast gar nicht anders vorstellen. Wäre auf jeden Fall voll komisch, wenn es nur eins, also wenn es hier keins gibt, ganz ehrlich. Ach, fuck you. Hör mir in Ruhe. Mann, jetzt komme ich hier nicht durch, ey. Fickt euch. Sterbt doch. Renn einfach. Geralt, renn vorbei und lass die in Ruhe. Die interessieren mich einen Scheiß. Aber mal einen feuchten. So, ich glaube, wir gehen hier lang. Ich glaube, das ist sogar hier direkt, ne? Ich muss doch auch hier rauskommen können, ey. Sterben. Ja, genau. Jetzt kommen so viele. Los! Angreifen, Geralt! Boah, da kommen ja noch mehr. Willst du mich verarschen? Ah, die sind alle tot. So. Okay, ich habe leider nicht genug gerade.
Machen wir das schnell so, dann sind alle tot. So, zack, zack, komm, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Lass mich durch die Tür, dann bin ich nämlich auch im richtigen Viertel, kann direkt in die Taverne und kann mir da eventuell sogar was zu snacken holen. Würde ich persönlich sehr cool finden. Denn Schnecken kann man immer gebrauchen, ne? Los, lade schneller, bitte. Danke. Uiuiuiui. Okay, zack. 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 Ach, guck mal. Ist das einfach... Ist das in ihrem Haus? Genau. Ja? Okay. Dann sag mal nett, dass der mir einfach so geantwortet hat, obwohl wir uns gar nicht kennen. Was für eine Stupi. Na, dann wollen wir mal ins Trisshaus, ne? In Trisshaus zurück. Vielleicht gibt es hier irgendwo was zu essen, aber wahrscheinlich gibt es jetzt direkt eine fette Sequenz um die Ohren geschlagen hier. Oder auch nicht. Hier ist Bier. Bier bringt mir nichts. Warum soll ich eigentlich herkommen? Ach, die heilt uns. Cool. Ihr könnt. Hör zu. Ich habe Verbündete gefunden. Schön. Rechtzeitig für unser Treffen mit Leuwarden. Lasst uns alles Weitere mit ihm besprechen. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar mächtige Leute erzürnt haben. Dieses Treffen könnte vieles ändern. Was meint ihr damit? Regelt, was ihr in Vysima noch zu regeln habt. Und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Eigentlich bin ich ja bereit. Ich habe gut diese kleinen Verträge da. Hm, okay, und sonst habe ich die meisten Quests ja... Ich bin bereit. ...glaube ich, abgeschlossen. Wir treffen uns im neuen Narrakord. Ich informiere die interessierten Parteien. Woher wisst ihr, wer... Ich bin eine Zauberin. Erinnert ihr euch? Und ihr denkt so laut, dass ich nicht anders kann, als eure Gedanken zu lesen. Aha. Na, toll. Gut, dann werden wir nochmal neu in Narrakord gehen. Uns damit den ganzen Burschen treffen. Und ich denke mal, dann geht es direkt in Kapitel 4 weiter. Ich glaube hier lang, ne? Ja. Da und dann da, oder? Ich glaube ja. Na, das ist ja super. Musst du den Garten nicht genießen. Da freue ich mich aber für dir. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hallöchen. Wer war denn da? Hier war einer. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wer hier jetzt so rumkreucht und fleucht. Ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Habe ich zufällig was in der Truhe? Ach so. Ihr seid in Gefahr. Was? Warum? Die Bürgerwehr erfuhr von euren Treffen. Die Salamandra haben Spione in der Armee. Ihr müsst fliehen. What? Das werde ich nicht. Ich muss mit den anderen reden. Die Salamander werden bald hier sein. Dann trotze ich ihnen. Los, lauft weg. Ihr habt wohl keine hohe Meinung von mir? Ich lasse euch nie und nimmer im Stich. Ich dachte mir schon, dass ihr bleibt und kämpft. Meine Leute sind bereit. Sie kamen freiwillig. Ihr könntet getötet werden. Sollte euch etwas geschehen, wird Carmen... es verstehen. Okay. Stadtwachen? Wie konntet ihr... Ihr seid nicht die Einzigen mit Informanten in der Armee. Vincent, es war töricht, sich mit dem Hexer zu verbünden. Ihr habt keine Chance. Wir werden sehen. Okay, ich muss kämpfen. Go, go. Das ist euer Ende. Geralt, könntest du mal... Okay, du kannst nicht. Ich verstehe. Könntest du jetzt vielleicht... kann nicht. Das ist interessant, dass Geralt einfach nichts macht. Manchmal finde ich den Geralt voll supi. Los. Verbrennen die ganzen Schweine. Mann, halt die Fresse jetzt. Hier, stirb. Ihn noch kurz töten und dann läuft das doch. Jedoch. Ein harter Ordnungshinter aus dem Elendsviertel. Wahre Liebe. Liebe, die sogar einen Fluch überwindet. Ein Märchen. In einer Welt voller Häme und Gemeinheit. Einer Welt voller Banditen und Mörder. Kann wahre Liebe immer noch Wunder wirken. Wenn etwas verloren scheint, sollte man kämpfen. Ein Märchen. Ist das den Toten? Nein, ist es nicht.
Paul, ey, geht hier einfach weiter, weißt du? Ohne das zu wissen. Das ist natürlich ein bisschen gemein gemacht. Okay. Ich denke mal, das war's. Mit denen erstmal. Was? Warum ist mein Dings voll? Kann gar nicht sein. Oh, eine Katze! Beeilt euch! Okay. Ei, ei. So, dann kann ich jetzt nach oben gehen und mit denen reden. Ein Märchen. Die Hilfe war auf jeden Fall recht unerwartet, muss ich sagen. Endlich seid ihr hier, Wolf. Seid gegrüßt. Wir haben auf euch gewartet. Schon was entschieden? Yevin hat sich zur Kooperation entschlossen. Unter bestimmten Bedingungen, Deune. Um die Bedingungen kümmern wir uns später. Alles ist bereit. Bereit? Teleportation, Wolf. Dank des Steins, den ihr beschafft habt. Triss, teleportiert euch und Yevin zum Stützpunkt der Salamandra, wo ihr das Portal öffnen werdet. Wann? Das ist der letzte Punkt, den wir noch entscheiden müssen. Still. Ich höre Schritte. Das Tor ist verschlossen. Aufmachen! Im Namen von König Foltest und der flammenden Rose! Das ist die Wette. Das habe ich so nicht geplant. Wir wissen von eurem illegalen Treffen mit dem Elfen. Öffnet oder ihr werdet hängen! Zauberin, teleportiert uns sofort. Meine Einheit ist bereit. Seid ihr verrückt? Er hat recht, Geralt. Das könnte unsere einzige Chance sein. Alkimbaga, Hara. Ich habe mal einen Magier ohne Beine aus einer Teleportation kommen sehen. Die kamen 5 Minuten später hinterher. Auf 3 schlagen wir die Tür ein! Vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit. Dark Ambra der Hadrian. Okay, die haben sich jetzt teleportiert. Das ist auf jeden Fall äußerst awesome. Ich mische mich auch. Achso, wir sind mit teleportiert worden. Ich dachte, wir bleiben hier. Okay. Naja, was soll's. So, da sind wir. Alleine. Warum bin ich hier alleine? Na gut. Wo bin ich? Diesmal hat es die Zauberin übertrieben. Ja, das könnte man durchaus sagen. Obwohl, besser hier als wieder auf so einem Empfang. Gut, dass es hier sicher ist. Kämpft ihr, Stinker. Ja, ja, es ist sicher, du hast recht. Nehmt das. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, ich habe nämlich nichts, um mein Leben hier wieder zu refreshen. Vielleicht finde ich natürlich was und ich habe voll das falsche Schwert, merke ich gerade. Ich sollte vielleicht ein anderes nehmen. Damit ich dann auch Schaden mache, ne? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut hier aus. So, bam, Junge. So viel dazu, mein Freund, nicht wahr? Ups. Da. Guck mal, der steht da ganz, ganz gechillt. Komm schon, gib mir... Ach man, ey, ich brauche Essen. Keiner von euch hat Essen dabei, das ist doch scheiße. Hier, zack. Jetzt köpfen wir ihn mal eben. Mit dir machen wir dasselbe. Okay, bei dir machen wir es aber cooler. Und dich köpfen wir tatsächlich sogar. So, dann Fistek. Na ja, gut, nehmen wir mit, warum nicht, wa? Ein bisschen Gold. Da ist noch ein Salamandra und da ist noch ein Soldat. Ihr werdet sowieso alle sterben, von daher ist das egal. Aber gegen mich muss ich so kämpfen, okay. Offensichtlich. So. Komm schon. Give me your shit. Gut, Geld hat er leider nur bei. Ah, wobei, warte mal, die haben hier auch irgendwie Truhen und so ein Shit, ne? Das ist nur Holztruhe, vielleicht... Ist da irgendwas Interessantes drin? Ein Ring, das, was haben wir hier? Flüche, ach, haben wir bereits gelesen, also brauche ich nicht mitnehmen. Salpeter, ja gut, kann man mitnehmen. Na dann, ich muss mal ganz kurz hier auf der Map gucken. Ort. Da muss ich hin? Nein, da wollen wir uns mal durchfighten. Ich werde auf jeden Fall hier, glaube ich, ab und zu mal schnell speichern. Da ist... Oh, da ist ein Magier. Yevin. Ah, da hinten, okay.
Gwynplaine, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Yevin, ihr seid also auch angekommen. Macht das Tor auf und lasst meine Einheit hinein. Wo ist Triss? Sie ist zurückgeblieben, um sich um diesen durchgeknallten Devet zu kümmern. Aber vorher hat sie Al'Surs Schild auf euch gewirkt. Al'Surs Schild? Ein mächtiger Zauber, aus dem Buch, das ihr im Sumpf gefunden habt. Seltsam. Ich erinnere mich nicht, ihr das gegeben zu haben. Hexer, meine Waffenbrüder warten. Wollt ihr es allein mit dem ganzen Stützpunkt der Salamandra aufnehmen? Irgendeine Idee? Die Salamander betreten ihren Stützpunkt durch ein magisches Portal, das meinesgleichen vor Jahren schufen. Können wir es benutzen? Triss behauptet, ein Stein der Macht kann es aktivieren. Zum Glück gibt es ihr einen, rechter Hand. Allerdings durch Magie geschützt. Aha. Bedeutet? Wir müssen jemanden mit dem Schlüssel zum Tor finden, damit wir uns wieder reinlassen können. Ich sollte das Portal aktivieren. Blablabla. Okay. Da ist ein Magier. Komm schon. What the fuck? Der ist ja tot. Ein Hit und er ist down. Das ist ja krass. Ich muss das Schwert nehmen. Ich glaube, das macht mehr Damage bei den Viechern, ne? Ja. Um einiges mehr Damage. So, du bist auch down. Was haben wir hier? Alvarus Portal, benannt nach seinem Entdecker inmitten der Elfenruine unter Vysima, eines der wenigen stabilen Portale, auseinandergenommen und verborgen, als die Magier durch König Voltest aus Vysima verbannt wurden. Siehe Tanet-Insel Zwischenfall. Man vermutet, dass das Portal durch einen Stein der Macht aktiviert wird. Er hat leider keinen. Schade. Wie wär's denn mit dem hier? Da ist doch ein Stein der Macht. Nehmen wir einfach mit. Oder auch nicht, okay. Komm schon. Nimm ihn mit. Da. Da hinten ist doch das Portal, oder nicht? Da sind noch ganz viele Skoyatel-Motherfucker, aber gehen erstmal hier hin. Okay, ich kann das Portal. Ah, doch. Oder? Na dann. Tretet ein! Zwerge sehen geil aus. Drei Leute. Pff, Alter, mehr hast du nicht zu bieten. Das ist dein Ernst? Nein. Alter, wie viele hier sind? Ohne Spaß. Brennen. Scheiße, ich habe wieder das falsche Schwert drauf. Ich muss natürlich hier gegen die Gegner das hier nutzen. Bam! Und natürlich brauche ich hier auch einen etwas anderen Kampfstil, ne? Oh, du bist tot. Jetzt kommst du. Bam, Junge! Und... Oh, der ist hingefallen. Komm her. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Jetzt bin ich mit dir fertig. So, Alter, jetzt greif ihn an. Das ist so ein schneller Typ. So, bam, zerfetzt ihn einfach die Fresse. Oh, da ist Azayavet und der Professor. Ey, komm her. Oh, muss ich gleich gegen die kämpfen? Oh, Mann. Geralt macht irgendwie nichts gerade. Hallo? Aha. Interessant, das Spiel ist gerade irgendwie abgeschmiert. Ja, dann beende ich mal die Aufnahme. Entweder sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis